Hey Leute, herzlich willkommen auf meinem Kanal, ich bin Maus Akrobat und nachdem ich jetzt auch schon diese Woche EKR euch mitgebracht habe, wollen wir uns auch nochmal euer Replay, meine Analyse zur Gemüte führen. Ihr habt mir so viele E-Mails geschrieben und ich muss jetzt mal schauen, dass ich auch hinter den Community-Formaten hinterherkomme. S7183S hat mir ein Replay in seinem Leopard geschickt und hat mir gesagt, ey Maus, sag mal kurz an, was hätte ich hier besser machen können? Erstmal müssen wir jetzt hier gucken, dass wir ein bisschen Ton drauf kriegen auf den Motoren. Wir haben jetzt hier Bond-Lüftung, Bond-Optik und Abgassystem. Abgassystem weiß ich jetzt nicht, auf dem Leopard halte ich ehrlicherweise für Fail. Also Ansetzer fehlt mir hier ehrlicherweise komplett. Also das wäre sowas, wo ich sagen würde, Ansetzer ist eigentlich eine Pflichtveranstaltung auf dem Leopard. Und dieses Thema Optik und Abgassystem zusammen auf dem Leopard ist mir dann viel, viel zu passiv. Und wir sind jetzt hier auch zum Beispiel auf der Karte Siegfriedlinie, nicht auf einer Karte, wo man jetzt sagen kann, das ist aber eine offene Karte. Wir haben hier Begegnungsgefecht bzw. Angriff, Verteidigung. Das heißt, erstens haben wir nur 10 Minuten Zeit und zweitens müssen wir jetzt hier schauen, dass man irgendwo einen Einbruch hinkriegt. Also hier wird schon hart gepennt. Ich weiß nicht, was hier los ist, ob das jetzt hier irgendwie an den Lags liegt oder so. Auf jeden Fall, das Aiming sah sehr, sehr schwammig aus. Wir haben insgesamt bei ihm 160 FPS anliegen und ich nehme mit 144 FPS auf. Also, keine Ahnung, die Verbindungslampe war eben rot. Ich gehe mal davon aus, dass wir dann erst hier mit extremen Lags zu tun hatten. Jedenfalls sah das zumindest so aus. So, sicherer Killshot gemacht. Also in meinen Augen, wie gesagt, geht das schon los mit der Ausrüstung. Die macht für mein Dafürhalten auf dem Leopard gar keinen Sinn. Für mich ist Ansetzer definitiv Pflicht und der vertikale Stabilisator. Die Lüftung könnte man weglassen für meinetwegen eine Optik oder für ein Turbo oder für eine Härtung. Aber Ansetzer und vertikaler Stabilisator auf dem Leopard in meinen Augen Pflicht. Man könnte sogar so weit gehen und auch noch eine Zielführung einbauen, um den Panzer noch genauer zu machen. Das wäre vielleicht ein bisschen drüber. Aber hier jetzt mit einem Abgassystem und einer Optik unterwegs zu sein, ohne Ansetzer, ohne vertikalen Stabilisator, weiß ich nicht. Sein Team hat es jetzt hier schon geschafft, eine gute Einbruchstelle zu bekommen. Wir machen jetzt hier mal ganz kurz Pause. Ich habe das Replay noch nicht gesehen, deswegen muss ich auch erstmal mitkommen. Also steht 1:1. Das eigene Team hat schon einen STB verloren. Das Gegnerteam hat hier den T-100 Light verloren hinter uns, den wir gesehen haben. Das heißt, hier die Gegner massiv unter Druck. Hinten Progetto, hier steht auch noch ein Progetto, wie es ausschaut. Hier sind die Heavies, die gerade angegangen werden von zwei Seiten. Also der M48 Patton macht hier Druck. Hier oben werden wir irgendwo den STB verloren haben, wenn ich das richtig gesehen habe. Und hier kommt jetzt ein E100 durch die Mitte. Also, mannigfaltige Möglichkeiten eigentlich hier Einfluss zu nehmen. Man kann mit dem Leopard sehr gut auch hier mit in die Stadt reinfahren und dann in den Gassen arbeiten. Das funktioniert. Man kann ansonsten gucken, dass man hier irgendwie den Light unterstützt und hier einen Durchbruch quasi auf der Nullerlinie erzielt. Oder man kann zusehen, dass man hier hinten zum E100 kommt, gucken, ob man hier in die Straße reinwirken kann und dann weiter beim Patton und beim Progetto unterstützt. Das sind alles Möglichkeiten. Sich jetzt hier aber hinten aufzuhalten, halte ich für relativ ideenlos. Ich weiß jetzt auch nicht, ehrlicherweise, das stand auch nicht bei der E-Mail dabei, wo es jetzt hingehen soll. Es sieht jetzt so aus, als wenn sich jetzt hier umorientiert wird Richtung E100. Ihr denkt dran, ne? Angriff, man hat nur 10 Minuten Zeit, 2 Minuten davon sind schon um, also ein Fünftel der Zeit ist bereits um. Diese Verlagerungen, die kosten natürlich Zeit und vor allem ist es ein relatives Risiko. Warum? Weil wir hier drüben nur den Patton und den Progetto haben. Der Patton steht da in einer Highdown-Position ganz gut. Der Progetto auf dem offenen Feld eher nicht so gut. Die Arti wurde schon gespottet vom T-100 Light. Der Progetto traut sich nicht, da rauszukommen. Hier, wenn wir jetzt mal ganz kurz auf die Sichtkreise achten, ich weiß, er hat jetzt hier Abgassystem drin, aber T100 Light und EBR fahren ja auch ganz gerne mit CVS. Das heißt, wenn er jetzt hier oben drauf stehen bleibt und schießt und der T100 Light hier rechts und links vorbeifährt, wird er hier gespottet und im schlimmsten Fall kann von da drüben das 2684 oder einer der beiden Mediums, wo wir jetzt gar nicht mehr wissen, wo sind sie denn? Sind sie jetzt vielleicht auch hier mit aufs offene Feld rausgerückt? Die könnten auf ihn schießen, die Arti kann auf ihn schießen. Also jetzt hier offen stehen zu bleiben,
mitten auf der Straße das abzuämen, obwohl er fett im Sichtfeld des T100 Light ist, ist in meinen Augen relativ risikovoll. Und jetzt wird er auch geschossen und ich denke mal, dass er aufgegangen sein wird. Nee, Abgassystem scheint noch zu halten. Aber da oben steht auch das 2684. Also das war schon extremes Risiko, was hier gegangen ist. Und wir können sicher sein, dass der EBR keine wirklich gute Crew drin hatte. Weil sonst wäre er hier auf jeden Fall aufgegangen. Oben TVP hat sich auch schon an die Ridgeline ran bewegt. Das heißt, auch das wäre eine potenzielle Gefahr. Also hier schon mal von der Entscheidung ehrlicherweise nicht so gut auf das Feld zu fahren und dann diesen riskanten Schuss zu wagen, weil gerade mit dem Leo, wenn man da aufgeht, ist man Primärziel Nummer 1, weil einfacher Schaden. Alle Leute schießen gerne auf einfachen Schaden und der Leo, wie gesagt, bietet sich da definitiv an. Auch die Artis würden wahrscheinlich dementsprechend handeln. Deswegen hier schon mal eine erste schwammige Entscheidung und ehrlicherweise 2 zu 4. Wir sind jetzt bei 4 Minuten, die wir schon aus der Runde raus sind. 700 Schaden stehen auf dem Papier und jetzt wird sich hier weiter auf dem offenen Feld bewegt. Der E100 hier könnte zum Beispiel Hilfe brauchen. Er ist ja noch Full AP. Das heißt, es wäre ohne Probleme möglich, hier unten ranzufahren und gegen den AMX zu fighten. Klar wird man sich da vielleicht einen stecken, aber es ist jetzt wichtig, dass gerade hier irgendwo ein Einbruch erzielt wird und dass vor allem die gegnerischen HP rausfliegen. Gucken wir mal, er muss jetzt hier eine ganze Zeit wandern, bis er denn mal ein Schussfeld auf den AMX bekommt. Da ist es, aber auch noch nicht weit genug. Relativer Pixelshot. Wenn er jetzt noch 10 Meter einfach weitergefahren wäre, hätte er hier einen sicheren Schuss machen können. Dann hat man nämlich viel, viel mehr Seitenprofil von dem AMX. Ihr seht das jetzt, ne? Hier 10 Meter weitergefahren. Jetzt ist der AMX schon wieder zurückgefahren, aber der Schuss geht noch rein. 2 zu 5. Er steht jetzt hier zwar außen und kann Schaden farmen, aber seine Verbündeten haben keine Unterstützung und vor allem das große Problem, dieses Sharing is Caring, ja? Auch mal seine HP anbieten. Auch mit einem Leopard kann man das machen. Er ist jetzt hier in dem Moment nicht gespottet, das heißt nur der AMX weiß eigentlich, dass er hier gerade von dem Leopard beschossen worden ist. Was meine ich mit Sharing is Caring? Der E100 braucht sicherlich niemanden, der jetzt für ihn da groß die Schüsse tankt, aber wenn er jetzt hier unten ranfahren würde, weil der Patton hat sich jetzt hier auch verabschiedet, dann könnte man die Gegner dazu zwingen, die Türme zu drehen. Ja, oder zumindest davon profitieren, die Gegner mal gezielt auf Kette stellen. Das heißt, man überlässt jetzt nicht dem E100 diesen ganzen Feinddruck, ja, sondern ihr bietet euch mit an. Das soll nicht bedeuten, dass ihr da hinfahrt und euch vom 2684, von dem AMX, der bis eben gerade noch gelebt hat, einen Schuss fangt, sondern einfach, dass ihr da seid, dass ihr präsent seid und dass die Gegner quasi euch auf dem Schirm haben, dass sie nicht einfach den Turm von euch oder zu euch drehen können und dass ihr quasi immer wieder eine Zwei-Flanken-Bedrohung aufbaut, ja, dass ihr den Gegner in die Zange nehmt. Dieses von außen mit reinschießen ist zwar schön für euch, weil ihr sicher Schaden machen könnt, aber wenn ihr in der Zwischenzeit, und so sieht das jetzt ja definitiv aus, Mitspieler verliert, Kanonen verliert und dann nicht dafür sorgt, dass ihr noch Kanonen zusätzlich drin behaltet, dann wird es relativ schwer. Auch der Fosch 155 hier hinten hängt, ist Low AP. Der Patton hat nur noch 644 AP, ist also Two-Shot für den TVP. Und hier der Full AP Leopard hält sich einfach zu lange raus. Ihr seid nicht nur irgendwie ein Heckenschütze, sondern ihr habt halt auch eure Strukturpunkte, ihr habt die Mobilität und vor allem habt ihr auch eine gute DPM. Dann muss man sich nicht die ganze Zeit auf diese Pixel-Shots, wie jetzt hier auf das 705A, der Schuss hat immerhin getroffen, aber darauf die ganze Zeit verlassen, führt am Ende des Tages dazu, dass ihr verlassen werdet und es führt auch nicht dazu, dass euer Team dadurch gestärkt rausgeht. 5 Minuten sind noch Zeit, 1000 AP liegt das eigene Team sogar vorne mittlerweile, aber 2 Kanonen hinten und jetzt wird es halt auch wieder darum gehen, schnell ran, 705 wegklären, da oben das 87 wegklären, nicht die ganze Zeit diese Schüsse auf Max Distance, 430, da muss man sich dann halt auch nicht wundern, dass da der ein oder andere Schuss daneben geht. Es ist halt auch noch 25% RNG. Da könnt ihr die genaueste Kanone haben. Aber das sind hier alles nur so wilde Pixel-Shots. Auch vom 2684 hat er nicht wirklich was. Aber sowohl das 87 als auch das 2684 als auch das 705A sind alles One-Shots. Ein guter Spieler wäre jetzt daran gefahren, hätte jetzt hier zugesehen, das Objekt 87 rauszunehmen, danach das 2684 rauszunehmen und dann auch noch das 705 rauszunehmen, weil das sind dann alles Gefahren, die könnt ihr dem Team abnehmen. Jetzt tut ihm das 87 sogar den Gefallen
und stellt sich oben mitten auf die Pläne rauf, aber auch hier wieder viel, viel zu verhalten. Die AP immer noch am Start, die ganze Zeit sich nur darauf verlassend auf diese Pixelschüsse auf 400 bis 500 Meter. Das führt am Ende des Tages nicht zum Erfolg und in der Zwischenzeit sterben halt eure Mitspieler. Ihr habt eine wirklich, wirklich wichtige Funktion, gerade in diesen 10er-Only-Battles habt ihr einen sehr hohen Gefechtswert in so einem Panzer wie dem Leopard. Aber halt auch nur, wenn ihr dann dasteht und wenn ihr vor allem auch in diesen Gassen dafür sorgen könnt, Entschuldigung, dass die Gegner ihre HP verlieren. Auch hier wieder, ranfahren, nicht die ganze Zeit auf den Pixel-Shots warten. Jetzt muss er schon wieder zurückziehen, ist gespottet worden, Objekt 140 gibt ihm, 261 gibt ihm. Wenn er jetzt hier einfach rangefahren wäre, ja, dann im Zweifel nimmt man sich den Schuss, aber die Kanone ist raus. Ja, das wäre ja auch definitiv noch möglich gewesen. Jetzt kommt das 2684 auf ihn zu. Er nimmt sich ohnehin den Schuss. Sein Schuss failed. Ziemlich schwammiges Aiming hier wieder. Jetzt wartet er sogar noch auf das 268, dass er hier ranfährt. Also auch hier im Infight noch Glück gehabt. Also das kann man definitiv besser spielen. Im Zweifel, wenn ihr euch nicht sicher seid, trackt den Gegner und fahrt dann um ihn rum. Aber viel, viel zu lange. Und das ist jetzt... ich bin sogar... Also was heißt sogar? Ich bin S7183S sehr, sehr dankbar für diese Runde, weil es halt einfach eine Runde ist, die man so häufig sieht bei Leopard-Fahrern. Er hat jetzt zwar seine Strukturpunkte an Schaden gemacht, aber er hätte schon längst die Runde für sein Team mitentscheiden können. Ja, ist jetzt rausgegangen, der Progetto 65 hat ihn jetzt hier rausgenommen. One-Shot, viel, viel zu spät erkannt. Der steht ja auch völlig offen. Da hätte man sogar mit Auto-Aim vielleicht zurückschießen können. Aber das Problem war jetzt hier nicht der Progetto, sondern das Problem war im Prinzip dieses ewig lange Manöver außenrum, dieses viel zu verhaltene Nicht-Einbringen in die Runde, dann auch nicht die Killshots sauber machen, ranfahren. Wie gesagt, es wäre ohne Probleme möglich gewesen, hier ranzufahren. Das 87 hat jetzt auch nicht so viel Gun Depression, den 87 rauszunehmen, dann hier unten weiterfahren, hier ranfahren. Im Zweifel, wenn der AMX noch da gewesen wäre, ihr AMX rausnehmen, das 2684 rausnehmen. Dann das 705A rausnehmen. Also das hat viel zu lange gedauert. Das waren alles One-Shots. Auch hier der Progetto One-Shot. Und jetzt seine HP eigentlich sinnlos weggeschmissen. Ja? Anstatt die HP dann anzubringen, um eine Kanone rauszunehmen, ist hier hochgepiekt worden. Wieder versucht worden, der Pixel-Shot zu machen. Der Pixel-Shot, den hat man sich dann verkniffen. Aber dafür gab es dann vom Objekt 140 und von der Arti schon mal. Dann kam das 2684 auf ihn zugepusht. In der Anfahrt nochmal den Schuss, den er sich ohnehin vielleicht gefangen hätte. Also noch ein zusätzlicher Schuss. Da waren wir schon bei über 1000 HP, die einfach über den Jordan geflossen sind. Und das 2684 hat immer noch gelebt. Dann glücklich, mehr mit Glück als Verstand, das 2684 rausgenommen. Und dann, wie gesagt, auch unaufmerksam gewesen. Und so gehen dann solche Runden verloren. Und das größte Problem hier dran war in meinen Augen einfach, dass man viel zu lange nicht mitgespielt hat. Leute, der Leopard 1, ich weiß, der hat eine geile Kanone und ja, der kann hier und da diese Pixelschüsse machen, aber ihr müsst auch die Mobilität lernen einzusetzen und ihr müsst vor allem dann auch mal mitspielen mit eurem Team. Es kann nicht sein, dass eure Mitspieler euch die ganze Zeit den Schaden spotten, aber ihr dafür quasi keine HP mit anbietet, eure Mitspieler währenddessen wegsterben, immer mehr sich zu One-Shots entwickeln, immer mehr Kanonen aus dem Spiel rausgehen und ihr im Gegenzug nicht in der Lage seid, ranzufahren und die gegnerischen One-Shots rauszunehmen. Ich hoffe, das ist einigermaßen klar geworden. Ich, wie gesagt, bin sehr, sehr dankbar für diese Runde, dass wir uns das mal angucken könnten, weil das mitunter eins der größten Probleme von den Leuten ist, die im 10er, im 9er und im 8er Bereich Mediums fahren. Dieses Thema nicht mitspielen, viel zu lange, viel zu passiv irgendwo rumoxidieren und dann auch diese One-Shots, die sich ja quasi schon nahezu aufgedrängt haben, dann rausnehmen. Und zusätzlich halt noch solche Risiken eingehen, wie hier unten auf der Straße stehen. Auch zwei Lights, die hier auf ihn angeprescht kommen, schießen. Glücklicherweise nicht aufgegangen. Aber dann halt in solchen Situationen wie hier, zum Beispiel auch der fehlende vertikale Stabilisator, der dann dafür sorgt, dass man auch aus der Fahrt nochmal schnell einen Schuss zurück anbringen kann. Das funktioniert natürlich nicht mit Abgassystem und Optik. Also, ich hoffe, dass ich
Fehler hier gut aufzeigen konnte. Es waren vor allem auch sehr, sehr anschauliche und sehr, sehr gute Fehler. Also ein sehr, sehr lehrreiches Replay, wie ich finde, wo wir viel mitnehmen konnten und wo vor allem auch nochmal so ganz klar geworden ist, warum denn diese Runde jetzt hier verloren geht und warum man das hier hätte definitiv deutlich, deutlich besser im Sinne seines Teams spielen können. In dem Sinne, falls euch das Video gefallen hat, falls euch solche Analysen gefallen, würde ich mich riesig über einen Like freuen. Und wie gesagt, auch nochmal danke jetzt hier. Seid mit eurer Kritik, ehrlicherweise zurückhaltend. Ich denke, ich habe jetzt schon so meinen Senf dazu getan und fragt euch immer, hättet ihr es denn viel besser gespielt? Also bleibt da auch fair in den Kommentaren bitte. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Haut rein!